Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie ich es ja gestern zum Abschluss oder heute Morgen zum Abschluss angekündigt habe, kommen heute zwei Videos. Erstmal jetzt ja noch nicht die richtige Begrüßung, auch nicht das Geschichtsvideo, sondern erstmal ja so ein etwas größeres Fazit zu der Hessenwahl. Ja. Ich hoffe, man sieht es mir nicht an, ich habe wieder nicht richtig groß geschlafen, weil irgendwie konnte ich nie einschlafen, wo ich dann einschlafen konnte oder hätte gekonnt. Da war es schon ziemlich früh und ich wollte heute mal die ganzen Statements etc., wie man es schön auf Neudeutsch sagt, die Pressekonferenzen verfolgen. Das war ganz gut so. Ja, und deswegen, wie gesagt, habe ich nicht allzu viel geschlafen. Ja, da. Wie soll ich jetzt anfangen? Fangen wir am besten mit der AfD an. Ja, 13,1% hört sich so nicht schlecht an. Gab es damals bei der Kommunalwahl ähnlich. Allerdings muss man da bemerken, damals trat der AfD in einem ganzen Wahlkreis gar nicht an. Ich weiß nicht warum damals, ob sie die Unterschriften nicht zusammenbekommen haben dafür oder keine Kandidaten. Auf jeden Fall, ich glaube, der Werra-Meißner-Kreis war es, glaube ich. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall war es ein Wahlkreis, wo sie komplett nicht angetreten waren. Also ich sage, mit anderen Verhalten in den letzten 6, 7, 8 Wochen hätte man mehr holen können und nicht wie das. Und deswegen werde ich meine Dinge so durchziehen, dass ich mich neutral verhalte, was Wahlempfehlung betrifft. Ich werde jede Sache ansprechen, die meiner Meinung nach nicht in Ordnung ist, aber auch, habe ich auch bisher getan, bei der AfD und werde nicht mit Kritik sparen, denn was da so von sich gegeben wurde von diesen Leuten von der AfD Hessen nach der Wahl, warum sie nicht die 15% geholt hätten, die sie sich vorgenommen haben. Der Einzige, der ein bisschen vernünftig war, war einer, der so gerade noch reingerutscht ist auf Platz 17. Der sagte, dass natürlich auch zum Beispiel die Freien Wähler dort ein paar Prozente, 1, 2% vielleicht weggenommen haben könnten, weil die haben ja 3% diesmal geholt. Das letzte Mal waren es nur 1% oder sowas, ne? Also es hat sich auch geläppert. Aber diese Hetze gegen Chemnitz, dieses dämliche Gefasel laufend jetzt von diesen Rechtsradikalen, die man entsorgen will und leider auch heute auch wieder so ein Beispiel. Ich will erstmal mich zurückhalten, weil ich ja nicht weiß, was sie da beschlossen haben. Sie haben es nicht gesagt. Ich weiß nur, dass da der Sachsen-Anhaltische Landesverband wohl ein Ausschlussverfahren wieder beantragt hätte. Also so richtig klar ist es noch nicht. Wie gesagt, mal schauen, was da draus wird. Dieser Herr Pasemann, weil er einen Herrn Steiner von der Identitären Bewegung eingeladen hat für einen Vortrag. Ne? Er würde zu sehr in rechtsradikalen Kreisen sich aufhalten. Da sage ich halt immer wieder nur dazu, wenn die Identitäre Bewegung eine rechtsextreme Vereinigung sein soll und die AfD sich von denen deswegen distanziert, nur weil der Staat das so einstuft. Also da muss ich echt zweifeln, weil wie gesagt, an den Leuten ist nichts rechtsextrem. Ne? Ja, die haben eine Haltung zu unserer Kultur etc., das was ja eigentlich der AfD immer groß vorn weggeschoben hat, um die Stimmen von uns zu bekommen. Jetzt plötzlich wird das alles ein bisschen abgeschwächt. Ne? Gefällt mir gar nicht. Ne? Dann nochmal zurückzukommen, selber war ich auch identitäre Bewegung, der Ahnemann in Rheinland-Pfalz. Weil er einen Ordner eingesetzt hat, der bei der identitären Bewegung ist. Wie gesagt, grundsätzlich finde ich es lächerlich, dass sich der AfD davon distanziert, nur weil der Staat die beobachten lässt, vollkommen nur politisch motiviert. Die Jungs sind keine Rechtsextremen. Ne? Und zweitens, mir ist es selber mal so gegangen, in Jena, wo ich bei der einen Demo mit in Jena war, wir kennen das ja vielleicht, wer auf solchen Demos schon mal war, kennen das ja alle, dass kurz 5 Minuten bevor die Demo losgehen soll, das Ordnungsamt nochmal verkündet, oh, es fehlen noch 10 Ordner, weil es sind ja doch mehr Leute da, als wir gedacht haben und bla bla bla. Und dann hat man mir da in Jena auch so ein Ding übergestülpt, gesagt, machen wir Ordner, damit die Zahl voll wird.
Und ich habe mich breitschlagen lassen. Also auf so Grund hin zu versuchen, Herr Junge, ne, Herr Junge, Leute aus der Partei rauszuschmeißen, ist eine Frechheit, ist einfach eine Frechheit. Und wie gesagt, die identitäre Bewegung, wenn ja jeden, den der Staat demnächst vom Verfassungsschutz beobachten lässt und als rechtsextrem einstuft, habt ihr bald keine Wähler mehr. Habt ihr bald keine Wähler mehr, zumindest nicht mehr so viele, dass ihr was bewegen könnt. Weil ja jeder, der dieses Regime, was momentan uns hier kaputt macht, ablehnt, rechtsextrem ist. Ne? Ne? Das ist ja so, ne? Wer sich nicht alles gefallen lässt in dem Land. Ne? Ja, dann haben wir das Beispiel Gedeon. Wie gesagt, wenn ich nicht nur mehr diesen politischen Zionismus diskutieren darf und in so einem Fall, wie gesagt, es geht nicht darum, ob da Juden in der AfD sein dürfen, alles ist Quatsch, es geht einfach nur um die Augenhöhe, dass ich mit dem Juden genauso über alles diskutieren kann, ohne dass mir irgendein Parteiausschlussverfahren oder irgendwas anderes droht, nur weil ich halt mich mit einem Juden angelegt habe. Tut mir leid, sowas kann ich nicht akzeptieren. Ne? Wie gesagt, es geht, wenn richtige Hetze wäre oder sag mal, Bildchen mit aufgehangen oder sonst was. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Eine ganz andere Geschichte. Aber wenn jemand halt eine Meinung zu etwas äußert, dann sagt, wir müssen jetzt einen Parteiausschluss machen. Tut mir leid. Also da sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Und dasselbe ist es jetzt, was war noch das nächste Beispiel? Ja, diese Sachen mit der AfD in Niedersachsen, in diesen Jugendverbänden etc. Also ich finde es einfach nur eine Frechheit, was der AfD im Moment macht. Es ist ganz deutlich zu erkennen, dass sie jetzt, wo sie in allen Landtagen drin sitzen, anfangen, alle rausschmeißen wollen, die wirklich für Deutschland einstehen. Ne? Die nicht nur dann so ein paar kleine Kurskorrekturen machen wollen. Ne? Und jetzt wurde Merkel vielleicht doch mal, ich habe ja schon vorbereitet gehabt, dass sie vielleicht zurücktritt. Das für mich ist der Grund, warum es dort nur 13,1% gegeben hat. Und dann halt so Kleinigkeiten noch mit diesen Freien Wählern und nicht der böse Chemnitz und bla bla bla. Und ich habe es ja schon immer gesagt, der Herr Lambrou schon damals, wo er im Kommunal eingezogen ist in Wiesbaden oder in Frankfurt, weiß jetzt nicht genau, ich bin nicht Schweizer, einer von den beiden Städten. Das ist, also die Leute, die dort auf der Liste stehen, das ist nicht die AfD, die irgendwas für uns wirklich verändern wird. Ne? Das sind so, ja, wir bleiben schön ruhig und machen alles wie bisher. Ne? Wir tun mal ein bisschen, ein paar Veränderungen für gewisse Kreise anschieben, aber nicht, dass sowas notwendig ist. Tut mir leid. Solche Sachen muss ich einfach ansprechen. Das ist der Grund für die 13,1%. Also ich bin mir sicher, wenn man die Leute nicht verkretzt, das haben wir ja auch gesehen, dass niedriger Wahlbeteiligung war, über 5%. Bis jetzt war es immer so, seitdem der AfD angetreten ist, ist die Wahlbeteiligung hochgegangen. Ja, das sind die Prozente, die gefehlt haben zu den 17, 18%, die drin waren, vielleicht sogar 20. Ne? Weil die Leute zu Hause geblieben sind. Die kriegen das ja auch mit und so. Ich habe mir für den Arsch aufgerissen und habe da mit Leuten mich angelegt, diskutiert und was weiß ich. Und plötzlich bist du ein Rechtsradikaler. Ne? Plötzlich bist du ein Rechtsradikaler. Ach ja, das eine Ding noch, das muss ich auch mal Höcke anlasten, also jemanden nicht mehr kandidieren zu lassen, nur weil er vor 2 Jahren oder wie lange das ja ist, ein Post von der NPD geteilt hat. Vielleicht hat er das nicht mal mitgekriegt, dass von der NPD war. Lächerlich. Nur weil es eine Zeitung oder irgend so eine linke Ratte, auf Deutsch gesagt, so eine Ratte, solche Leute, für mich, was anderes sind das nicht, auf einmal rausbekommen hat, dass er das geteilt hat. Ne? Da sieht man, was die für Zeit haben, diese Asozialen, die von unserem Geld bezahlt haben, dass sie im Internet überall gucken können, wo irgendwas geteilt worden ist. Muss man sich mal vorstellen, vor 2 Jahren. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, vielleicht ändert sich so bis zur Europawahl wieder, aber ich bin da vollkommen sauer. Ne? Das zu den 13,1%. CDU, SPD haben wir ja erlebt, beide zweistellig verloren. Heute will die Frau Merkel und die CDU wieder eine große Täuschung machen. Sie tritt vom Parteivorsitz zurück oder beziehungsweise tritt nicht wieder an. Will nicht nochmal antreten als Bundeskanzler, aber sie tritt vom Wichtigsten nicht zurück, da wo eigentlich die ganze Scheiße gemacht wird, als Bundeskanzlerin. Das möchte sie weitermachen. Ne? Und wahrscheinlich mit den Roten zusammen
noch schnell ihr Zuwanderungsgesetz, damit, wo die Deutschen überhaupt gar keine Rechte mehr haben, und den sogenannten Migrationsplan alles schnell noch unter Dach und Fach bekommen, bevor sie sich dann auflösen ins Nichts, ne? Ja, also diese Täuschung, die sie da heute abgezogen hat, und dennoch das Lächerliche, sie hätte sich das nach dem Sommer schon überlegt. Ich habe das Interview gesehen, ihr Sommerinterview, und ich habe noch einige Sachen danach gelesen. War immer keine Rede davon, dass sie von irgendwas zurücktritt oder nicht mehr antritt und, sondern sie hat immer gesagt, das mache ich, das mache ich, mache ich. Die Frau lügt und lügt und lügt, und dann, wenn ich Fölix noch so eine schwachsinnige Politologin oder was weiß ich, was das wieder war, die dann nur, oh, sie war wieder ganz gefasst, und die staatliche Verantwortung, bla bla bla, hat sie vor. So ein Glorifizieren, oh, es ist schlimm. Es ist schlimm, was hier in diesem Land für Merkel-Arschkriecher rumlaufen. Sie hat überhaupt gar keine Verantwortung übernommen. Sie hat, wenn überhaupt, maximal für ihre komische CDU Verantwortung übernommen. Aber ich habe es schon mal gesagt, die Parteien sind scheißegal, wichtig ist Deutschland. Und wenn ich angeblich Verantwortung übernehme fürs Land, und darum geht's, und nicht, ob eine CDU überlebt oder eine SPD überlebt, es geht einzig und allein um uns und um unser Land. Das ist das, was die Verantwortung einer Bundeskanzlerin ist. Und dann reicht es nicht aus, wenn man sieht, dass man zusammen mit seinem Koalitionspartner nur noch bei rund 40% steht, dass man vom Parteivorsitz zurücktritt, sondern dann muss man zu dem zurücktreten, wo man wirklich Verantwortung trägt. Und das war heute nur ein lächerliches Schauspiel, um die Leuten weiter was vorzumachen. Oh, jetzt zeigen wir mal Verantwortung, ne? Ja, dann wird natürlich wird sie versuchen, diese Kram-Karrenbauer dran zu bekommen, die im Prinzip dieselbe Politik macht wie sie in der CDU, sodass im Endeffekt sich nur eine Strohpuppe dort rumrennt, ne? Also so eine Verarsche, was die da heute abgezogen hat. Ich hatte ja eigentlich schon, weil sie so ein bisschen, ich bin jetzt 13 Jahre Bundeskanzler und so, hatte ich mich schon hingesetzt und hatte schon vorbereitet, Merkel tritt. Und wollte dann noch hinschreiben zurück, und dann hat sie gesagt, nee, nur Parteivorsitz, ich mache noch bis 2021. Also so eine Verarsche, was die CDU sich da heute wieder ausgedacht hat. Ich bin mal gespannt, ob die Wählerinnen und Wähler auf diese Verarsche reinfallen. Und der SPD war ja nun die absolute Krönung. Da habe ich jetzt, deswegen ist es so spät geworden, noch gewartet, weil ich mir diese merkwürdige Pressekonferenz angucken wollte. Die Partei, die am größten am Arsch ist, nicht mal mehr zweistellig in Bayern, in Hessen von über 30 auf unter 20% gefallen, in Bundestagswahlumfragen bei 14, 15% rumkrebst. Man hätte mal heute diese Nahles hören sollen, wie, was für eine große Klappe die hatte. Was für eine große Klappe. Na, ich meine, ich habe nichts für die Grünen übrig, aber die können sie wenigstens haben, weil es genug Verdummte gab, die sich haben einwickeln lassen von dem angeblich jetzt bürgerlichen Stil der Grünen, und sind ja auch ein halbes Jahr regelrecht gepusht worden von unserer Presse. Zu jedem Unsinn durfte ein Grüner irgendwo was sagen, und wenn es über neue Regeln für Klopapier ging, da hätten sie auch noch einen Grünen vor der Kamera geholt, damit er was drüber erzählt. Aber die SPD war ja nur der absolute Hammer, ne? Und natürlich werden sie wieder jetzt versuchen, das Zuwanderungsgesetz durchzuziehen und den Migrationspakt noch unter Dach und Fach zu bringen. Und dann reden sie davon, oh, der Streit hat uns gestört. Deswegen haben wir auf Stimmen, macht das nur SPD. Bis zur Europawahl, beziehungsweise spätestens dann bei der nächsten Landtags- und auch bei der Bundestagswahl haben die Leute mitbekommen, was ihr denn eingebrockt habt, dann seid ihr bei unter 10% im Bund, wenn ihr dann überhaupt noch die 5% schafft. Also so ein Gesetz einzuführen und immer so zu tun, eure angeblichen Umfragen, wo dann gesagt, oh, die Flüchtlinge sind gar nicht mehr so gefragt, ja, wenn man nicht danach fragt und wenn man in der Presse nichts mehr bringt, und die schlimmsten Sachen nur so als Dreizeiler im Videotext erscheinen lässt und den ganzen Tag dann über Mikroplastik redet, na, dann ist natürlich irgendwo bei Menschen, denen noch nichts passiert ist, die Sache nicht so wichtig. Aber die, die euch nicht mehr wählen, denen ist sie wichtig, ne?
Aber die sagen es nicht mehr, weil eure Hetzpresse ja dann sich sofort auf ihn stürzt, wie das immer so ist, wo AfD-Hochburgen waren. Oh, da wurden die Leute bombardiert mit Presse und alles Mögliche. Ne? Unglaublich. Die Grünen hatte ich ja angesprochen. Ne? Klar, das war, dass die wieder nach oben gehen. Warum und weshalb, ist kein Wunder gewesen. Nach dieser auf Staatskosten bezahlten Kampagne, denn das zahlen ja wir alles, diese Kampagnen für die Grünen in der, bei ZDF und ARD. Ja, FDP, ja, hat auch wieder so eine große Klappe gehabt. Ne? Also von dem, wie ich immer rede, das ist richtig geschwollen, also unglaublich. Das ist genauso wie der SPD, der FDP. Die haben 7,5% und halten Reden, als ob sie bei 20 oder 25% gelandet werden. Naja, der Herr Lindner lernt es halt nie. Ne? Im Moment haben sie alle so ein bisschen noch eine Welle. Linke brauchen uns nicht zu unterhalten. Ne? Es gibt halt schon Ecken, wo viele Kurden wohnen, in Frankfurt am Main. In dem einen haben sie 12,5% geholt. Ich vermute mal, da hat der ganze PKK der Linken gewählt. Ne? So kommt in ihre Höhenflüge im Westen zustande mit 6% oder 6,3%. Ja, aber insgesamt, und das ist auch hier wieder bei der Hessenwahl gewesen, mitnichten ist das linke Lager stärker geworden. Ich habe es nachgerechnet. Insgesamt hat man 1,7 oder 3, ich will nicht lügen. Also da dazwischen hat man insgesamt verloren, wenn man SPD, Grüne und Linke jetzt zusammenrechnet gegenüber den Ergebnissen von vor 5 Jahren. Es hat sich halt bloß ein bisschen das Mäntelchen gewechselt. Ne? Bei der nächsten Demo gehen sie nicht mal mit der SPD-Fahne zur Demo, sondern mit der Grünen-Fahne. Ne? Ja, das ist das Einzige. Aber das linke Lager und die Zustimmung zu eurer Flüchtlingspolitik, die hat sich überhaupt nicht verstärkt. Ne? Ne? Bloß die ganzen verprellten SPD-Flüchtlingsfanatiker, die haben euch jetzt alle gewählt. Ne? Das sind die, die euch gewählt haben. Ne? Aber es ist keiner mehr geworden. Keiner mehr. Ne? Ja, gut. Das soll es gewesen sein, dass man mal so ein bisschen Fazit hat. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder, ich sage meine Meinung, so wie es sein muss. Muss ich immer richtig sein, aber das ist halt meine Meinung und die sage ich offen und ehrlich. Und was momentan bei der AfD läuft, gefällt mir nicht. Und dann nutzt uns so eine AfD, wenn die sich weiter so entwickelt, nutzt uns auch nichts, wenn sie 25 oder 30% hat. Ne? Weil die elementaren Sachen werden sich da nicht ändern. Ne? Vielleicht tut es ein bisschen weniger Grünen-Demos geben oder sowas. Das könnte sein. Ne? Aber naja, das Entscheidende, dass wir eigenständiges, freies und souveränes Land sind, wo jeder Deutsche sagen kann, was er will, solange wie er keinen wirklich richtig bedroht oder umbringen will oder sonst was, das kriegt man dann auch nicht, wenn die AfD sich in den eigenen Reihen so verhält, wie sie es im Moment tut. Sollten Sie mal drüber nachdenken. Na, man muss ja nicht jede Meinung gut finden, aber deswegen muss man nicht jeden gleich aus der Partei ausschließen, nur weil es ARD und ZDF und den sogenannten demokratischen Parteien so passt. Ne? Und weil man Schiss hat vom Verfassungsschutz, ne? Anstatt mal da dagegen zu halten. Die scheiß Linken, die haben jahrelang unter dem Verfassungsschutz in den Bundestag eingezogen und alles. Herr Gysi haben sie jahrelang beobachtet. Haben die den rausgeschmissen, den Mann? Ne? Haben die den rausgeschmissen? Keiner hat ihn rausgeschmissen. Ne? Ja, man muss sich nicht alles an Linken annehmen, aber da muss ich sagen, da haben sie hinter ihren Leuten gestanden. Ne? Und sie haben es durchgestanden. Ne? Dass sie nicht hochkommen, das liegt halt am besten, weil die keinen Kommunismus haben wollen. Ne? Außer im Saarland. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Das ist ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe, aber ich denke mal, es muss ein bisschen ausführlicher sein. Dann sehen wir uns ja gleich nochmal bei dem Geschichtsvideo, deswegen lasse ich das, was ich zum Schluss immer sage, heute erstmal in dem ersten Video weg. Sage ich bis gleich. Gleich kommt das Geschichtsvideo, wenn das hier hochgeladen ist. Na dann, ciao. Erstmal, bis dann.